ein großartiges Projekt mit ganz, ganz tollen Kollegen, die man zum Teil noch nicht kennt. Ich glaube, das ist eine Show, die Spaß macht in dem Moment und die Leute packt und auf einen Ride mitnimmt. Dann steh zu dem, was du kannst. Bescheidenheit bringt dich nicht weiter. Wenig Vorhersehbares. Das ist eine große, große Spannung dahinter. Hände hoch! Es geht um eine junge Studentin, die anfängt an der Uni. Zufall? Gensynthese. Alles klar, Mia Ackerlund. Und wir merken sehr schnell, dass ihr Plan ist, nicht möglichst viel zu lernen, sondern ihre Professorin zu Fall zu bringen. Die Serie spielt sich hauptsächlich in der Freiburger Uni ab. Und da geht es um 6 Studenten, die total unterschiedlich sind, aber trotzdem eine tolle Gemeinschaft bilden. Biohackers geht es um Studenten, die mit Hilfe von Biohacks irgendwie ihren Alltag bewältigen wollen, dass so aus einzelnen Spielereien dann am Ende Mittel zum Zweck werden in der Story. Mia Ackerlund ist ein sehr, sehr zielstrebiges und ehrgeiziges Mädchen. Sie hat sehr früh einen ganz schweren Verlust erlitten. Als ich ein Kind war, hatten wir einen Autounfall. Meine Eltern sind beide... Shit. Ich spiele Jasper. Ich werde von sowohl der Protagonistin als auch der Antagonistin benutzt, um an ihr Ziel zu kommen. Solange du dich nicht von deinen Zielen ablenken lässt, von unseren Zielen, bekommen wir das hin. Ich lass mich nicht ablenken. Das weiß ich doch. Professor Dr. Med.H.C. Lorenz ist jemand, die in sehr jungen Jahren es schon sehr weit geschafft hat. Ihr Professor hat seinen ganzen Erfolg an der Erstsemesterin zu verdanken. Ihnen. Ja? Immer dieses Spiel mit, das, ist das jetzt wirklich wahr, dass das funktioniert, dass Leute sich Sachen spritzen und das so halb illegal machen, dass ja bei Jasper der Fall ist. Ich sag doch nur, Wissen sollte Allgemeingut sein. 1000 Stunden, die du für die arbeitest, forsch lieber für dich selber statt für nächstes Patent. Chen Lu ist eine sehr leidenschaftliche Pflanzenliebhaberin und eine Biologiestudentin. Ich bin ja Bodyhacker, meine Figur. Ole ist ja eh so, der macht da einiges. Der setzt sich auch selber ein THC-Implantat ein. Wie alle großen Künstler. Auf Appdruck High-Wert. Sicher, dass ich dir das nicht wieder rausnehmen soll? Die Luna hat vorher natürlich schon ein, zwei Sachen gemacht. Sie ist ja so ein Rising Star und sofort gedacht, wow, ist sie super. Christian ist unglaublich toll. Er arbeitet sehr nah mit einem und gibt einem die Ruhe. Und ich finde es auch echt ein schöner Cast, weil es ist immer ganz neue Gesichter. Chaos! Das ist endlich mal ein komplett neues Thema. Große Bilder, die man sonst nur aus dem Kino kennt. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. So eine schöne Vermischung von so Genres. Die haben sich was einfallen lassen. Ich denke, dass es viele Leute interessieren wird, ihnen ein bisschen die Augen öffnen wird in dem, was möglich ist. Wer steht auf welcher Seite und wer hat welche Moral oder halt auch nicht.